Yo, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Lukas ist wieder mit dabei und es kann eigentlich gar nicht beschissener laufen als heute. Was ist das hier schon wieder? Was war das gerade? Nix, ich habe mir ein Getränk genehmigt. Was für ein Getränk? Ein Red Bull. Das ist freigegeben. Lukas, wir spielen heute wieder gemeinsam eine Runde, wenn ich du wäre. Und ich würde sagen, wir steigen sofort ein. Nicht am Anfang, weil ich der Gast bin. Nee. Revi, wenn ich du wäre, würde ich Gurkenwasser mit Milch trinken. Mache ich mir zu Hause einen lecker Cocktail, habe ich sau Bock drauf. Danke dir. Nice. Hier das Video. Ja. Gurkenwasser, Mandelmilch. So. Und dann können wir uns sehen. Bah! Na lecker, Digga. Das war aber irgendwie nicht mehr. Bah! Ich, Lukas. Digga, super. Lukas, ich würde sagen, es gibt die ein oder andere Sache, die mich schon immer mal bei dir gestört hat, ja? Und ich glaube, Lukas, dass ich tatsächlich auch ein bisschen in dein Leben da jetzt eingreifen darf. Ich habe mich mit Alina unterhalten und die hat davon gesprochen, dass sie sexuell frustriert ist, ja? Jo. Und da ist es, glaube ich, an der Zeit. Ich glaube, du musst in der letzten Folge, wenn ich du wäre, in den Supermarkt fahren, blaue Lebensmittelfarbe kaufen, dass du vielleicht mal so einen kleinen Überraschungsmoment machst. Weißt du, was ich meine? So ein ganz kleines bisschen, Lukas, ne? Lukas, wenn ich du wäre, machst du dir Sahne auf die Brustwarzen, legst dich auf die Couch mit der Unterhose, rufst deine Freundin her und sagst, Schatz, ich habe eine Überraschung für dich und filmst das Ganze, wie du da mit Brustwarzen voller Sahne liegst, sitzt und das, was danach passiert, das kannst du gerne dann rausschneiden. Das wollen wir nämlich nicht sehen, okay? Nein, Digga, die Aufgabe ist zu hart, verpiss dich. Die ist zu hart. Junge, ich mach dich oberkörperfrei und dann mit Sahne noch. Nicht lustig, sorry. Man sieht deine Nippel nicht. Ja, meine Nippel, aber mein Körper, Digga. Gut, dann machst du Sahne auf deinen ganzen Körper. Was hältst du davon? Ja, und dann ist die ganze Couch voll Sahne, oder was? Was Junge! Ist, okay, ich mach dir ein anderes Angebot, okay? Ja, okay. Letztes Angebot. Du legst dich auf den Tisch, ja? Oben ohne, koch Spaghetti und legst dir die Spaghetti auf den Bauch. Er rafft es nicht. Man sieht deinen Bauch nicht, wenn da Spaghetti drauf liegen. Ich möchte, dass du deine Freundin überraschst. Mit einem kulinarisch-sexuellen Aufgebot. Lukas, Mann! Warum nehme ich mit dir auf, Digga? Warum mache ich das eigentlich noch? Ich muss gar nicht aufnehmen. Schlag den! Jetzt klaut er mir noch einen Kill, Digga. Kannst du mir nicht mal irgendwie eine Aufgabe geben, so lass deine Waffe fallen oder irgendwie sowas? Das wäre doch viel cooler. Hast du, gerade eine Waffe zur Hand im echten Leben? Also, falls ja, dann würde ich das direkt ans BKA weitergeben, Bro. Ey, da oben auf dem Baum. Ich habe keine Muni, ich kann ihn nicht töten. Hier auf dem Baum bei NO. Ja. Down. Oh, mit dem letzten Schuss. 4 Kills, let's go. Die Maschine. Alle down oder was? Alle down oder was? Okay, was ist, wenn du ihr BH anziehst? Letztes Angebot. Ja, dann sehen doch trotzdem mein Bauch und das Ding und du raffst das irgendwie nicht. Kann das sein? Dann wär's doch mal in der Zeit, dass du abnimmst. Ja oder nicht? Alter, ich kotze hier gleich mit diesen Autos. Einer down. Er campt hinter der Tür. Ach komm. Mann, ich kotz gleich. Bro, möchtest du eigentlich noch mitspielen oder soll ich hier alles alleine machen? Junge, ich nicht ab. Kannst ich geh du rein, der campt machen? Hinter der Tür, Digga. Also ziehst du kein BH an? Nein, ich zieh kein BH an. Junge, du... Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es genau, ich will mich nicht Oberkörper zeigen und dann... Genau, deshalb machen wir genau diese Aufgabe, weil so das Format funktioniert. Okay, ich mach's, guck. Ah, okay, hier haben wir den Einspieler. Schatz, komm mal. Ich habe ja irgendwie Schokolade gekleckert. Willst du es auch lecken? Hey, hallo. Was machst du? Findest du nicht gut? Was? Echt? Na ganz toll. Wenn ich aufstehe, was jetzt? Hallo, hallo, verhelfen. Lukas, Alter, Maschine, stabiler Bauch, so wirklich. Du bist Alter, du bist so, glaub mir, boah, Digga. Ich werde dich noch so hops nehmen, wenn wir irgendwann wieder eine Real-Life-Folge drehen. Boah, Bruder. Revi, ja. Ruf deinen Papa an und lach ihn aus, weil du mehr verdienst. Was ist das denn jetzt für eine Einfach anrufen. Hilfe, ich steck fest. Du warst mitten in der Luft, da kann man nicht stecken bleiben. Ah, nein. Er sagt, Hilfe, ich steck fest, Digga. Soll ich dich noch schnell wiederbeleben, dann kann ich meinen Vater anrufen, okay? Ja, hol dir ein Auto, du kannst ja jetzt wieder. Ja, ich kann mit dem Auto fahren, das stimmt.
Okidoki. Ja, das ist kein Auto hier. Ist das ein Auto? Was ist das für Mucke? Kann man die boosten, die Karren irgendwie? Ja, mit Leertaste, glaube ich. Mit Shift, sorry. Hat keinen Boost. Acht auf deine Tankanzeige, ne? Moin Leute, Trimix hier. Ach du Sch... auch noch. Du kannst einsteigen als Passagier. Oh, Ja, perfekt. Gewinn Zeit, der beste Spieler der Welt. Ja, kommt. Let's go. Oh shit. Bro, ich bin sowas von lost, Alter. Ich hab keine Munition. Ach, ja. Digga, mein Gott, war das schlecht. Hallo, hier. Ja, geh nicht dran. Dann ruf, Digga, dann ruf deinen Onkel an. Ist mir scheißegal. Ich will, dass du irgendjemanden jetzt so richtig runter machst, weil du einfach mehr Geld verdienst, Digga. Irgendjemanden? Nein, nein. Was mit meinem besten Freund, der davon schon ziemlich genervt ist? Nee. Freunde kennen dich zu gut, so. Der ist wahrscheinlich noch mehr sauer als mein Vater, wenn ich das okay, bei dem mache. Okay, dann ruf ihn an, Digga. Ja. Okay. Moin, Meister. Ja, moin. Bist du noch am Arbeiten, du Tagelöhner hier? Du Tagelöhner. Ey, mach real. Ich wollte dir mal was sagen, ja? Ja. Weißt du was? Oh, da ist mein 2000 Euro iPhone kurz runtergefallen. Hey, ich wollte einfach mal sagen, ich verdiene deutlich mehr Geld als du. Ja, das ist normal. Ich bin Student und kriege 800 Euro im Monat. Also ich weiß nicht. Sag, nein, du bist kein Student, du bist ein Loser. Du bist kein Student, du bist ein Loser. Ja, okay. Erzähl mir mehr. Du bist ein verdammter Loser, bist du. Und ich bin Millionär. Dafür bin ich menschlich echt in Ordnung. Und du bist ein dummes Arschloch. Also von daher... Du bist ein dummes Stück Scheiße! Ich hab so viel Geld und du nicht! Da kannst du dir ja von mir aus schön einen Haufen runterholen, das ist mir voll egal, ne? Digga, nimm's voll ernst. Also dann, oh mein Gott. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ne? Ich muss jetzt weiter Geld ausgeben. Mach's gut, ne? Ciao! Du dummer Scheiße, Alter, ich hab's dir gesagt. Oh mein Gott! Ich hab's dir gesagt! Digga, wie geil, er nimmt's voll ernst! Junge, das ist das Problem. Das ist das Problem. Guck mal, das ist so einer von Alter, den Leuten, Glück. Wenn ich den irgendwohin einlade zum Essen, sagt er so, Bro, what the f***, ich hab selber Geld, hör mal auf. Ja. So ist das nämlich und ich weiß, dass der das hasst, Alter. Selbst wenn ich es ironisch mache, hasst er das. Ey, kann ich das kurz richtigstellen bei dem? Bro, das ist mein bester Freund, Alter. Ja, okay, also wenn du es richtigstellen willst, dann musst du halt mich nett fragen. Oder du sagst, wenn ich du wäre Aufgabe, lässt du mich das richtigstellen. Hey, hier ist einer. Oh, lol. Nee, wo ist der? Ach, Digga, ich glaube, ich mach das nach der Aufnahme, du Bastard. Okay, wenn du jetzt unbedingt einen Freund verlieren willst, du könntest einfach... Digga, du könntest einfach die Aufgabe geben und das Thema wäre gegessen, aber... Du bist okay. So ein kleiner Hund, bist du wirklich. Du bist der letzte Hund, bist du. Dann gib mir doch mal die nächste Aufgabe, bitte. Boah, ich bin gerade so... Ey, das ist gerade so unangenehm, ne? Ja, mir nicht. Lukas, ist doch schönes Wetter gerade, oder? Nee, bei uns echt nicht. Lukas? Ja? Wenn ich du wäre, würde ich mir einfach mal ganz kurz einen fetten Sonnenbrand holen die nächsten Tage, wenn es richtig sonnig ist. Das sind wieder Aufgaben, Digga. Wie? Soll ich mir einfach auslegen, oder was? Ja. Ey, auf korrekt, ich krieg echt super selten Sonnenbrand. Ja. Ach, komm, Digga. Hilf mir, der holt sein Mate. Nee, holt er nicht. Na komm, du Edit-Spast. Er ist runter. Er holt echt sein Mate, oder? Bro, peinlich gespielt von dem, Wahnsinn. Also, du hast Bock auf einen Sonnenbrand, sagst du? Digga, es ist halt so eine dumme Aufgabe, aber von mir aus. Einfach. Okay. Ich leg mich in meinen Garten und hol mir einfach einen Sonnenbrand. Schön an den Beinen oder sowas, ja? Das sind so hohle Aufgaben, einfach einen Sonnenbrand. Ich weiß es nicht, Bro. Digga, das Video kommt am Sonntag. Ja, wie soll das klappen? Ich hab keine Ahnung, ey. Heute bewölkt, morgen bewölkt, Sonntag bewölkt. Wo soll ich mir Sonnenbrand herholen? Ah, geht schon, Sonnenbank. Gut, ihr werdet es ja sehen, wenn die Sonne scheint. Ich lieg im Garten. So, Leute, ihr seht es auf jeden Fall jetzt in der Sonne mit Sonnenbrand. Wenn ich du wäre, das so dumm, ich schwör's, ne? Ich poste auf Instagram vielleicht ein Bild vom Sonnenbrand. Hier wird irgendwo gesniped. 86er. Down. Ich hab noch eine Aufgabe mir aufgeschrieben. Wir machen einfach mal was Simples, Digga. Revi, wenn ich du wäre, zieh jetzt mal gerade deine Socken raus. Mhm. Weil es ja wieder sehr heiß draußen, du hast bestimmt schon wieder geschwitzt. Und inhalier die halt einfach mal so 30 Sekunden lang. Gut, dass ich hier einen liegen habe, den ich eben aufgezogen habe. Nein. Hol die, die du jetzt am Fuß hast. Digga, es macht keinen Unterschied. Die Socken sind frisch gewaschen, Alter. Ja, wahrscheinlich frisch gewaschen und schon ganz Tag angehabt. Angenehm, ne? Geil, Digga, lecker. Es reicht. Oh, ich werd gesniped, Digga, von hinten. Dann lass in die Zone. Ist genockt. Laber doch keinen. Es ist gleich dead, ja. Ist tot.
Ja, Lukas, mir kommt da eine ganz gute Idee. Du hast ja eben meinen Freund auslachen lassen, weil ich sehr viel Geld habe. Jetzt habe ich die Tage, fällt mir gerade was auf, eine Produktplatzierung in einem Video. Ich bin aber ehrlich, Lukas, ich habe keinen Bock, die selber zu machen. Wenn ich du wäre, Lukas, machst du für mich einfach in meinem Video die Produktplatzierung. Und zwar auf eine besondere Art und Weise, ja? Ich möchte, dass du dieses Produkt, das werde ich jetzt hier noch nicht nennen, das Video kommt die Tage noch online. Wir drehen eine schöne Challenge, ja? Dass du dieses Produkt so präsentierst, als wärst du verschiedene YouTuber, verstehst du? Hä? Warte mal, wenn ich irgendwas für dich drehen soll, muss ich überhaupt mal nach Köln kommen. Ist richtig, ja. Digga, dafür, warte mal, dafür muss ich nach Köln kommen. Ich kann nicht einfach, Montag bist du bei mir. Einmal als Montana Black, einmal als Marcel Scorpion und so, machst du schön hier. Einmal so richtig schön auf Ehre, ne? Machst du schön so, als wärst du quasi Monte oder so, weißt du, was ich meine, ne? Digga, ja, wer bist du? Bist, okay, gut, kein Thema, mach ich. Oh, 86er. Scheiße, Digga. Einer down. Wo ist denn der? Ja. Hallo, kommst du zu mir oder nicht? Junge, schrei nicht so! Hey, du bist so ein Lost Mate, Alter, wirklich. Insane, wie bad du bist. Das 1v1 verlieren wir natürlich jetzt wieder. Ich kann nichts dafür, wenn du hochrennst. Ich sag, ich finde nicht sein Mate, Digga. Komm. Und dann wundert er sich, wenn er verreckt. Hey, nicht reden. So. Also, Lukas, wie gesagt, das Placement steht soweit, ja? Hier vorne jetzt. Nimm und komm in die Zone, scheiß drauf. Ja, Digga, als ob. Bald ich. Hey! Du bist gewohnt! Wie kann man so einen Lack haben, Alter? Oh mein Gott. Ja, Lukas, war stark von dir gespielt wieder an der Stelle. Ich bin doppelt und dreifach raus. Lukas, wir sehen uns Montag zu einem angenehmen Placement. Das war's von dieser Runde. Wenn Digga, ich du wäre, mal wieder kommen. Absolut ich dominiert im Gegensatz Zeit, einfach nach Köln zu fahren, Digga. Wir sehen uns am Montag, Lukas. Ne? Uhrzeit machen wir noch aus. Ja. Ich freue mich drauf. Bring ein paar Outfits mit für verschiedene YouTuber. Einen Anzug vielleicht, einen Unterhemd für Marcel. Ich bring gar nichts mit. Junge, es ist dein Placement. Wenn Leute, ich überhaupt Platz. Kommen sollte, du holst die Outfits. Ich hole die Outfits nicht, Leute. Macht's gut. Lukas, du hast die Aufgabe bekommen. Wenn nicht, bist du ehrenlos. Auf Wiedersehen und ciao.